werde Ihnen ein bisschen was dazu erzählen. Gerne möchte ich noch unsere englischsprachigen Besucher begrüßen. Dear visitors, I will comment this feeling only in German, but if you have any questions, you can come after the presentation. So I hope you enjoy the feeling and have a nice day at the zoo. So, dann geht's gleich weiter auf Deutsch. Werde ich mal die Vorstellungsrunde ein wenig komplettieren. Hier vorne haben wir einmal die Molly, direkt vor der Anja steht die Shiva und auf dem Felsen der flutscht uns gerade der Leopold weg. Kann man einmal ganz gut sonst erkennen. Er hat so einen kleinen Hackzahn hier vorne, die kleine Zahnecke kommt, guckt raus. Da kann man dann also unser erwachsenes Männchen immer sehr gut erkennen. Die anderen Tiere, die sich hier gerade ein bisschen im Wasser befinden, haben wir einmal hier, der jetzt ein bisschen sich entfernt, der Gregor, ein junger Mann, da hinten die Johanna und auf den Felsen jetzt raufkommen die Lara. Alles ein bisschen schnell und unterscheiden muss man sie jetzt ja nicht alle können. Aber das sind unsere Tiere, die hier mit auf der Anlage leben. Und wir haben auch zwei Muttertiere mit dabei. Die Molly und die Shiva, die haben vor anderthalb Monaten zwei Jungtiere bekommen. Die sind allerdings zurzeit in den Innenunterkünften. Die machen wir gerade futterfest, beziehungsweise so, dass sie uns auch den Fisch aus der Hand nehmen, so dass man so schön mit den Tieren arbeiten kann, wie das man bei meiner Kollegin gerade sieht. Bei den Seehunden ist das nämlich auch so, dass die relativ schnell abgesäugt werden, abgestillt werden. Sie produzieren eine extrem fettreiche Milch, indem die Jungtiere ganz schnell ganz groß und ganz dick werden. In der Natur ist es einfach der Vorteil, dass sie gleich mit den Elterntieren mitschwimmen können, selbstständig auf Fischfang gehen und relativ schnell, wie gesagt, feste Nahrung sich auch selber erjagen. Prinzipiell werden die Seehunde eh schon schwimmfähig geboren. Das hat den Vorteil, da sie ja im Wattenmeer leben und die Jungtiere auf den Sandbänken geboren werden. Bei der nächsten Flut muss man also gleich tapfer mitschwimmen können und dem Muttertier folgen können. Und das klappt natürlich nur, wenn man schon schwimmfähiges Fell besitzt und das Schwimmen einem auch in die Wiege gelegt ist sozusagen. Also die Jungtiere können von Anfang an schwimmen, sind nach 4 bis 6 Wochen abgestillt und futterfest in der Regel. Und die beiden warten jetzt drinnen auf ihre Mahlzeit und werden an die Pflegehand quasi dran gewöhnt. Die Seehunde, die sind jetzt nicht die einzigen Robben, die wir hier im Zoo Berlin zeigen. Wir haben zu meiner Linken noch die Seebären Missy und hinter mir auf der Anlage leben die Seelöwen. Und diese drei Robben kann man auch in zwei verschiedene Familien unterteilen. Und hier wären wir bei den Hundsrobben. Die Seehunde gehören also zu den Hundsrobben und die Seebären und die Seelöwen gehören zu den Ohrenrobben. Was da jetzt der Unterschied ist, da gibt es so einige, aber drei auf jeden Fall, die man auch von außen betrachtet leicht erkennen kann. Und zum einen wären da bei den Ohrenrobben ganz einfach sich zu merken, dass sie auch außenliegende Ohrmuscheln haben, was hier bei den Seehunden, also bei den Hundsrobben, nicht mehr der Fall ist. Kann man ja bei der Shiva hier mal kurz beobachten, die liegt relativ lange in einem Land. Hinter den Augen befinden sich kleine Löcher ohne diese Zipfel hinter den Augen sozusagen. Sie haben halt nur diese Gehörgänge, die Eingänge, die sie dann auch unter Wasser verschließen können. Bei den Seelöwen und den Seebären, wenn man da später rumgeht und guckt, kann man da kleine Zipfel sehen. Das sind also die außenliegenden Ohrmuscheln. Das zweite Unterscheidungsmerkmal, woran man das ganz gut erkennen kann, ist die Fortbewegung am Land, wie man es eben ganz kurz beobachten konnte. Das ist bei den Hundsrobben so, dass sie verkürzte Vorder- und Hinterflipper haben, aber dafür einen sehr muskulösen Rumpf. Das heißt, sie haben sehr starke Rücken- und Bauchmuskeln. Ihr Johanna, robbt mal vorwärts, daher der Name, dieses typische Robben. Sie benutzen also eher diese raupenartige Fortbewegung, um von A nach B zu kommen. Und ihren muskulösen Rumpf, wie gesagt, sie liegen auch auf der ganzen Fläche auf und benutzen eigentlich ihre vorderen und hinteren Flipper nicht zur Vorderbewegung an Land. Das ist anders bei den Ohrenrobben, sie haben sehr stark ausgeprägte, vor allem die Vorderflipper, und damit können sie auch einen galoppartigen Gang an Land annehmen. Also sie stellen richtig die Flipper unter den Körper, sodass sie quasi laufen können und dann auch klettern sehr gut ermöglicht. Die andere Fortbewegung im Wasser, beziehungsweise das andere Merkmal, Unterscheidungsmerkmal wäre die Fortbewegung im Wasser. Die Seehunde, die flitzen, die rasen durchs Wasser wie kleine Torpedos, und das schaffen sie, wenn sie ihre Pitcher fächerartig aufstellen und damit die Seitwärtsbewegung ordentlich Schwung holen
und dann, wie gesagt, wie kleine Torpedos durchs Wasser rasen und die vorderen Flipper eher zur Austarieren benutzen. Und bei den Ohrenrobben ist das anders. Im Wasser holen sie auch dort den Schwung mit den vorderen Flippern, die dann kräftig sind, und mit 2 bis 3 Zügen sind sie da auch extrem schnell vorwärts. Und da sind dann die hinteren Flipper eher zum Austarieren. Dass wir hier so mit den Tieren arbeiten, das ist jetzt nicht nur, damit wir sie so schön präsentieren.